Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Sachverständigen. Ich darf Sie ganz herzlich heute Nachmittag begrüßen zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit. Es ist heute die 100. Sitzung in dieser Legislaturperiode. Sie sehen, der Gesundheitsausschuss ist einer der fleißigsten, vielleicht der fleißigste Ausschuss schlechthin, weil viele, viele Gesetzesentwürfe, viele Anträge hier diskutiert und bei uns beraten werden. Zu meiner Linken begrüße ich ganz, ganz herzlich die parlamentarische Staatssekretärin Frau Wittmann-Mautz und die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und auch der verbeamtete Staatssekretär Herr Stroppe. Herzlich willkommen bei uns bei der Anhörung. Sie wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der öffentlichen Anhörung heute beschäftigen wir uns mit einem Gesetzentwurf der Bundesregierung mit einem etwas sperrigen Titel, Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit der Selbstverwaltung der Spitzenorganisation in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie zur Stärkung der über sie geführten Aufsicht auf Drucksache 10605 und den dazugehörigen Unterrichtungen der Bundesregierung zu dem Gesetzentwurf, hier Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung auf Drucksache 10817 sowie zwei Anträgen der Opposition, einmal der Antrag der Fraktion Die Linke, Patientenvertretung in der Gesundheitsversorgung stärken, auf Drucksache 10630, sowie ein Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, mit Beitragsgeldern der gesetzlichen Versicherten sorgsam umgehen, mehr Transparenz und bessere Aufsicht über die Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, auch ein programmatischer Titel auf Drucksache 8394. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu Beginn ganz kurz einige einführende Worte zum Gesetzentwurf und zu den beiden Anträgen der Opposition sagen. Die gesetzlichen Regelungen zu den internen und externen Kontrollmechanismen des Selbstverwaltungsgremiums im Bereich der Sozialgesetzbücher sind aufgrund vieler historischer Entwicklungen uneinheitlich und die Regelungen werden, das hat sich auch in den letzten Jahren doch eindrücklich gezeigt, gerade auch im Bereich des SGB V, im Bereich der Gesundheit gezeigt. Vor dem Hintergrund neuer besonderer Entwicklungen und auch einzelner Vorkommnisse von vielen nicht mehr als ausreichend angesehen. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der Handlungsfähigkeit der Spitzenorganisationen und sowie zur Stärkung ihrer Aufsicht sollen die internen und externe Kontrolle der Selbstverwaltungskörperschaften sowie die Transparenz des Verwaltungshandelns gestärkt werden. So soll neben einem Fach- und Hausarzt jetzt in einem möglichen Dreiervorstand ein Mitglied auch in diesem Vorstand sein, das weder dem Fach- noch dem hausärztlichen Versorgungsbereich direkt zugeordnet werden kann. Zugleich sollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die externen Kontrollmechanismen, das heißt die Vorgaben für die staatliche Aufsicht, zumindest präzisiert werden, wenn nicht sogar, wie es im Gesetzentwurf steht, gestärkt werden. Die Opposition hat naturgemäß eigene Vorstellungen, wie diese von mir beschriebenen Entwicklungen zu begegnen sind. Die Fraktion Die Linke fordert in ihrem Antrag unter anderem die negativen Auswirkungen des immer stärker werdenden Wettbewerbs auf die Ethik des Gesundheitssystems sowie die Stärkung der Rechte der Patientenorganisationen im Gesundheitsausschuss zu begegnen. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen wirft in ihrem Antrag der Bundesregierung jedenfalls zum Teil vor, ihrer Aufsichtspflicht gegenüber der Selbstverwaltung nicht ausreichend nachgekommen
worden zu sein. Sie fordert ein Bündel von Maßnahmen, um das Handeln der Selbstverwaltungskörperschaften zum einen transparenter zu gestalten, zum anderen auch Verstöße besser zu sanktionieren. Sie sehen, wir haben, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine politisch interessante Anhörung jetzt in den anderthalb Stunden vor uns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Sachverständigen, ich muss wie immer aus formellen Gründen ein paar Anmerkungen jetzt zum Anhörungsverfahren machen und stehen für diese Anhörung insgesamt 90 Minuten an Fragezeit zur Verfügung. Die Zeit wird auf die Fraktionen entsprechend ihrer Stärke verteilt. Dabei haben CDU, CSU 10 Minuten und die SPD 8 Minuten ihrer jeweiligen Fragezeit an die Oppositionsfraktionen abgegeben. Daraus ergeben sich folgende Fragezeiten. Es beginnt CDU, CSU mit 24. Es folgt dann die SPD mit 20 Minuten Fragezeit. Dann schließen sich die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen mit jeweils 18 Minuten Fragezeit an. Zum Schluss fragt dann noch mal CDU, CSU mit 10 Minuten. Ich darf wie immer alle Fragesteller, aber vor allen Dingen auch die Sachverständigen bitten, die Fragen und Antworten möglichst kurz zu halten, damit viele Fragen gestellt werden und viele Sachverständige, wenn möglich, alle zu Wort kommen können. Ich bitte auch wie immer die aufgerufenen Sachverständigen bei der Beantwortung der Fragen einmal die Mikrofone zu benutzen und sich mit ihrem Namen und ihrem Verband vorzustellen, damit wir die Einzelnen besser zuordnen können, beziehungsweise viele schauen sich im Internet die Anhörungen an, zum Teil nur, dass man das auch dann nachvollziehen kann. Ich bitte wie immer, die Mobiltelefone auszuschalten und weise darauf hin, das habe ich mittelbar eben schon gemacht, dass die Anhörung digital aufgezeichnet wird, im Parlamentsfernsehen gezeigt wird und auch in der Anhörung abgerufen werden kann. Auch, wenn es interessiert, gibt es immer wieder ein Wortprotokoll, auch bei dieser Anhörung, die wird auf der Internetseite unseres Ausschusses veröffentlicht. Meine Damen und Herren, wir beginnen jetzt mit der Anhörung. Es beginnt die CDU-CSU-Fraktion und Frau Maria Michalk wird wie meistens beginnen. Frau Michalk, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ein gesundes neues Jahr darf ich zu Beginn unserer 100. Sitzung allen wünschen. Ich freue mich auf viele gemeinsame Sitzungen, die wir in diesem Jahr noch haben werden. Voraussichtlich und will meine erste Frage an Professor Sodan richten. Im Vergleich zum Referentenentwurf ist ja im Kabinettsentwurf insbesondere auf die Inhaltsbestimmung von unbestimmten Rechtsbegriffen verzichtet worden und außerdem sind die Vorgaben für die besonderen Aufsichtsmittel angepasst worden, ist damit der Vorwurf, der sich ja in dieser ersten Phase sehr breit gemacht hat, abgewendet worden, dass die Rechtsaufsicht in eine Fachaufsicht umgewandelt wird? Und wenn ja, für welche Gründe sprechen dafür? Herr Professor Sodan, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Frau Abgeordnete Michalk. Im Hinblick auf das die gesetzliche Krankenversicherung prägende Prinzip der Selbstverwaltung bereitete der Referentenentwurf doch erhebliche Probleme. Die gesetzlichen Krankenkassen, der GKV-Spitzenverband, der GBA sowie die Kassenärztlichen Bundesvereinigungen sind bekanntlich seit langem als Einrichtung der funktionalen Selbstverwaltung organisiert. Charakteristisch für die funktionale Selbstverwaltung ist die aufgabenbezogene und weisungsfreie Verwaltung durch juristische Personen des öffentlichen Rechts, unabhängig von der Organisations- und Weisungsstruktur der Ministerialverwaltung. Die Entscheidungsorgane werden aus dem eigenen Mitgliederstamm oder betroffenen Kreis gebildet. Dementsprechend unterliegen die Einrichtungen funktionaler Selbstverwaltung einer bloßen Rechtsaufsicht. Die organisatorische Ausgliederung aus der unmittelbaren Staatsverwaltung und die Einräumung von Selbstverwaltungsbefugnissen stünden in Widerspruch zu einer inhaltlichen Entscheidungsbefugnis einer Fachaufsicht. Die im Referentenentwurf zunächst vorgesehenen Inhaltsbestimmungen hätten dem Bundesministerium für Gesundheit ein Korrektiv verschafft, Normkonkretisierung durch den GBA im eigenen Sinne anzupassen. Dies stünde
einerseits dem Prinzip der Selbstverwaltung entgegen, andererseits verkennt der Ansatz den Beurteilungsspielraum, den die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, dem GBA, einräumt. Dürfte die Aufsichtsbehörde die Normkonkretisierung des GBA durch eine eigene Normkonkretisierung ersetzen, würde der durchaus begrenzte Bereich exekutivischer Tätigkeit mit geringer gerichtlicher Kontrolldichte nahezu gänzlich ausgehöhlt. Nach der Judikatur des Bundessozialgerichts ist Prüfungsmaßstab für die Aufsichtsbehörde nach dem Grundsatz der maßvollen Ausübung der Rechtsaufsicht, ob sich das Handeln der zu beaufsichtigenden Selbstverwaltungskörperschaft im Bereich des rechtlich noch Vertretbaren bewegt. Bei der Handhabung unbestimmter Rechtsbegriffe muss der Selbstverwaltung, so das Bundessozialgericht, ein angemessener Beurteilungsspielraum verbleiben. In dem von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes wurde zu Recht auf die Ermöglichung von Inhaltsbestimmungen zur Anwendung und Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe verzichtet. Damit dürfte die aufgrund des Referentenentwurfs noch gegebene Gefahr einer Fachaufsicht in Bezug auf den GBA gebannt sein. Dankeschön. Herr Henrich ist der nächste Fragesteller der CDU-CSU-Fraktion. Ich richte meine Frage an die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Und zwar würde mich interessieren, wie Sie die Regelung bewerten, dass für die Mitgliedschaft angestellter Ärzte in der Kassenärztlichen Vereinigung eine zehnstündige Wochenarbeitszeit vorausgesetzt wird. KBV, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass der ja doch zunehmende Bedeutung der angestellten Ärzte auch in der ambulanten Versorgung Rechnung getragen wird. Und insofern halten wir doch die Orientierung am hälftigen Versorgungsauftrag mit Mindestbeschäftigungszeiten von 10 Stunden für sachgerecht, um die Abbildung der angestellten Kolleginnen und Kollegen in den Körperschaften darzustellen. Dankeschön. Frau Mark ist die nächste Fragestellerin der CDU-CSU. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Die Frage geht an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats, GKV-Spitzenverband, und an den Vorsitzenden der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung und hat folgenden Inhalt. Der Vorstand hat künftig bei der Errichtung, Übernahme, wesentliche Erweiterung oder Beteiligung an Einrichtungen, § 85 Absatz 1 SGB IV, die Vertreterversammlung bzw. den Verwaltungsrat entsprechend zu unterrichten. Grundlage ist natürlich eine bessere Informationsgrundlage, die Personen haben sollen. Wie sehen Sie, wie beurteilen Sie diese Maßnahmen? GKV Spitzenverband, Verwaltungsrat zunächst. Ja, das mache ich. Mein Name ist Uwe Clemens, bin der versichertenseitige Verwaltungsratsvorsitzende. Vielen Dank für die Frage. Wir haben jetzt schon als Verwaltungsrat die Entscheidungshoheit im Spitzenverband, ob wir uns als Spitzenverband an irgendetwas beteiligen. Also insoweit holt die Gesetzesregelung uns nicht ein, sondern nur den Status. Wir haben darüber hinaus in unserer inneren Struktur einen Fachausschuss Organisation und Finanzen, heißt er, eingerichtet, der uns auch zuarbeitet als Verwaltungsrat, in dem solche Fragen, die ja hier den Anwesenden klar sind, bei Beteiligungsfragen dann auch sehr dezidiert und sehr vertieft geprüft werden müssen, sodass wir dann immer gut entscheiden können. Summa summarum möchte ich anmerken, dass wir keinen weiteren Regelungsbedarf für uns sehen. Wir haben das gut geregelt. Dankeschön. Die nächste Frage war KZBV an die Vertreterversammlung, glaube ich, ne? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Rommel. Ich bin Vorsitzender der Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung. Und ich kann für die KZBV sagen, dass wir bisher keine Beteiligung an externen Einrichtungen haben oder auch planen. Allenfalls können bestehende Kooperationen der KZBV mit der Bundeszahnärztekammer hinsichtlich der Redaktion unseres Amtsblatts, der Zahnärztlichen Mitteilung und des Instituts der Deutschen Zahnärzte so verstanden werden. Über die zugrunde liegenden vertraglichen Regelungen ist die Vertreterversammlung aber bereits in der Vergangenheit auch im Rahmen der Planung der jeweiligen Haushaltsmittel umfassend informiert worden. Das stellt und stellte für uns immer eine Selbstverständlichkeit dar. Weitere formale Berichtspflichten wären mit zusätzlichen internen Aufwänden verbunden, die aus unserer Sicht sachlich
zu keiner Verbesserung der bereits jetzt bestehenden vollständigen Transparenz führen würde. Die von der Bundesregierung intendierte Herstellung hoher Standards in der Verwaltungsorganisation sowie von internen Transparenzpflichten und Kontrollmechanismen erachten wir als Selbstverständlichkeit für verantwortungsvolles Verwaltungshandeln, die für die KZBV immer höchstes Gut und Richtschnur unseres Handelns waren, sind und auch bleiben werden. Die Information der Vertreterversammlung über Angelegenheiten der Körperschaft wird jeher anlässlich der Sitzung der Vertreterversammlung praktiziert, auch bisher schon in schriftlicher Form. Dankeschön. Der nächste Fragesteller ist Herr Mayer, CDU/CSU. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Verbraucherzentrale Bundesverband. Eine wesentliche Zielsetzung des Gesetzes ist die Verbesserung der Transparenz in der Selbstverwaltung. Könnte die Einrichtung eines Berichtswesens des Bundesministeriums für Gesundheit über sein aufsichtsrechtliches Handeln hier ebenfalls einen Beitrag leisten? Verbraucherzentrale, bitte. Ilona Köster-Steinebach für den Verbraucherzentrale Bundesverband. Wir sehen eine solche Einrichtung einer Berichtspflicht als wesentlichen Beitrag zu einer solchen Transparenz. Es gab ja in der Vergangenheit durchaus Fragen, ob die aufsichtsrechtlichen Mittel, die bestanden haben, tatsächlich umfangreich ausgeübt wurden. Das ist der eine Punkt, der da berichtet werden sollte, aber natürlich auch die Inhalte. Denn es geht darum, Vertrauen der Versicherten und der Patienten in Bezug auf das korrekte Handeln zu schaffen und zu rechtfertigen. Dankeschön. Herr Mohnstadt ist der nächste Fragesteller der CDU/CSU. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen Professor Sodan. Professor Sodan, Klagen gegen bestimmte aufsichtsrechtliche Vorgaben sollen keine aufschiebende Wirkung haben. Wie bewerten Sie dies? Stehen trotzdem ausreichend Rechtsmittel zur Verfügung, um die Interessen der Institutionen zu schützen? Professor Sodan, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Mohnstadt, bei nahezu allen nach dem Regierungsentwurf eines GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes neu zu schaffenden Aufsichtsmitteln gegenüber den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen, dem GKV-Spitzenverband und dem GBA ist vorgesehen, dass dagegen gerichtete Klagen keine aufschiebende Wirkung haben. Funktion der aufschiebenden Wirkung einer Klage ist die zumindest vorläufige Sicherung des Status quo, welche den Betroffenen davor schützt, dass vor der Entscheidung über sein Rechtsmittel durch eine Verwirklichung des Verwaltungsakts vollendete Tatsachen geschaffen werden. Aus der aufschiebenden Wirkung entsteht mithin ein Gegengewicht zu der privilegierten Stellung des Hoheitsträgers. Für die Verwirklichung des in Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes verankerten Garantie effektiven Rechtsschutzes ist die aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen jedenfalls nicht zwingend. Darüber hinaus ist sehr fraglich, ob auf die überwiegend als Körperschaften des öffentlichen Rechts ausgestalteten Einrichtungen der Selbstverwaltung diese Rechtsschutzgarantie überhaupt Anwendung findet. Bejaht man entgegen den weit verbreiteten Bedenken die Frage, dann verbietet Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz die Erlangung vorläufigen Rechtsschutzes in einer unzumutbaren Weise zu erschweren. Davon kann hier jedoch meines Erachtens nicht die Rede sein. Denn den durch ein Aufsichtsmittel betroffenen Einrichtungen der Selbstverwaltung steht die Möglichkeit offen, auf andere Weise vorläufigen Rechtsschutz zu erlangen, nämlich durch einen Antrag auf sozialgerichtliche Anordnung der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage. Dieser Antrag ist sogar schon vor Klagerhebung zulässig. Zwar ist ein auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung gerichtetes sozialgerichtliches Verfahren zur Erlangung vorläufigen Rechtsschutzes mühsamer, als wenn die aufschiebende Wirkung bereits mit der Anfechtungsklage einträte. Unzumutbar ist der Verweis auf ein solches Vorgehen jedoch nicht, zumal Zweck der Aufsichtsmittel gerade die zeitnahe Konfliktlösung ist und diesem grundlegenden Ziel der Suspensiveffekt eines Rechtsmittels entgegenstehen kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind Anträge zur Erlangung vorläufigen Rechtsschutzes
auf der Grundlage eines in jeder Hinsicht beschleunigten Verfahrens mit entsprechend verkürzten Äußerungsfristen und vorgezogener Terminierung grundsätzlich umgehend zu bescheiden. Nach allem ist nicht erkennbar, dass die Regelungen im Regierungsentwurf des GKV selbst Verwaltungsstärkungsgesetzes, nach denen Klagen gegen bestimmte Aufsichtsmittel keine aufschiebende Wirkung haben, zu einer unzumutbaren Erschwerung vorläufigen Rechtsschutzes führen. Dankeschön. Der nächste Fragesteller ist Herr Henke, bitte. Ja, ich richte meine Fragen an Herrn Clemens und an Herrn Weithaas, also die Vorsitzenden der Vertreterversammlung bzw. des Verwaltungsrats. Und es geht um die Bestimmung, wonach die Vertreterversammlung und der Verwaltungsrat sämtliche Geschäftsunterlagen und Verwaltungsunterlagen einsehen und prüfen können, jedenfalls dann, wenn es mindestens ein Viertel der Mitglieder der jeweiligen Gremien verlangen. Und meine Frage ist die, wie Sie diese Absicht bewerten und ob Sie eine ausreichende Abgrenzung sehen gegenüber dem Prozess der internen Meinungsbildung des Vorstandes. Also verbleibt dem Vorstand ein genügend großer Raum, um sich eine zunächst mal bis zum Abschluss der Meinung ja auch irgendwie notwendigerweise zu protokollierende Meinungsbildung zu leisten. KBV-Vertreterversammlung zunächst. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Henke, wir begrüßen diese Regelung. Es war ja bisher schon möglich, allerdings war es gelegentlich nicht ganz klar, ob ein solches Auskunftsrecht einem einzelnen Mitglied der Vertreterversammlung bzw. dann analog des Verwaltungsrates zugestanden hätte oder einer wie auch immer näher zu bezeichneten Mehrheit. Die Beschränkung eines solchen Auskunftsrechts auf ein Quorum wird daher begrüßt. Und zu Ihrem zweiten Teil der Frage, ob damit ist eine Schwierigkeit angelegt sei im Verhältnis zum Vorstand und dessen Bedarf an Beratungszeit, das sehen wir nicht. Dankeschön. Dann GKV, Verwaltungsrat, bitte. Danke, Herr Vorsitzender. Bitte nicht falsch verstehen, aber bei uns, in unserer Lebenswirklichkeit, geht die beabsichtigte Regelung einfach dran vorbei, weil bei uns im Verwaltungsrat wird jede Frage, die an den Vorstand gerichtet wird, auch in der öffentlichen Sitzung, auch öffentlich beantwortet. Es gibt keine Chance, irgendwas zu verstecken, wenn das sozusagen ein Hintergrund Ihrer Frage ist. Und ich glaube, dass trotz allem, das sieht man ja von außen, wie der Spitzenverband funktioniert, der Vorstand hinreichend Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen seiner Aufgabenstellung hat. Also wir brauchen diese Regelung nicht. Sorry. Ja, eine Rückfrage. Ja, nur die Konkretisierung, dass Fragen mündlich beantwortet werden, ist ja etwas anderes, als dass sämtliche Geschäfts- und Verwaltungsunterlagen eingesehen und geprüft werden können. Entschuldigung, dann habe ich mich nicht konkret genug ausgedrückt. Bei uns kann alles eingesehen werden. Das reicht auch ganz praktisch, gelebte Praxis. Ein Mitglied des Verwaltungsrates stellt eine Frage, dann kriegt er, wenn er das verlangt, auch schriftlich die entsprechenden Unterlagen. Das ist geübt. Also wenn ich, Herr Vorsitzender, einen Satz noch sagen darf. Ich glaube, bei allen Antworten, die ich für den Spitzenverband, für den Verwaltungsrat geben kann, möchte ich Sie bitten, eines mit zu beachten. Wir sind ein Teil der sozialen Selbstverwaltung. Bei uns sitzen Arbeitgeber- und Versichertenvertreter, Schrägstrich Arbeitnehmervertreter, Gewerkschafter in einem Gremium. Wir sind per se immer gezwungen, zu allen Fragen einen Konsens herbeizuführen. Und da wird keiner durchwitschen mit bestimmten Fragen, die als Zielsetzung gedacht sein könnten. Dankeschön, Herr Clemens. Nächster Fragesteller ist Herr Hüppe von der CDU-CSU. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Herrn Professor Sodann. Wenn denn nun die ordnungsgemäße Verwaltung gefährdet ist, soll ja die Aufsichtsbehörde künftig eine Person entsenden können. Halten Sie die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben für ausreichend klar oder meinen Sie, man müsste sie noch anpassen? Herr Professor Sodann, sind gefragter Mann heute. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter Hüppe. Der von der Bundesregierung beschlossene Entwurf eines GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes schafft mit der Entsendung einer Person für besondere Angelegenheiten ein Aufsichtsmittel unterhalb der Eingriffsschwelle für die Einsetzung eines Beauftragten nach § 79a SGB V
sowohl für die Kassenärztlichen Bundesvereinigung als auch für den Spitzenverband Bunter Krankenkassen. Diese neuen Regelungen unterscheiden sich von den bestehenden Aufsichtsmitteln bereits dadurch, dass sie konkrete Fallgestaltungen aufzeigen, die ein aufsichtsrechtliches Einschreiten wegen Gefährdung ordnungsgemäßer Verwaltung gebieten. Kritisch zu sehen ist allerdings die niedrige Schwelle, die für die Möglichkeit der Entsendung von Personen für besondere Angelegenheiten in die Selbstverwaltungskörperschaften durch die Aufsichtsbehörde künftig im Vergleich zu den bereits bestehenden Aufsichtsmitteln gelten soll. So ist die Bestellung eines Beauftragten durch die Aufsichtsbehörde nach dem geltenden § 79a Absatz 1 SGB 5 an strenge Voraussetzungen geknüpft. Zur Einsetzung eines sogenannten Staatskommissars bedarf es mithin einer Funktionsgefährdung der Körperschaft, die dann vorliegt, wenn ein wesentlicher Aufgabenbereich nicht mehr ordnungsgemäß ausgeführt werden kann. Die bisherigen Aufsichtsmittel sind jedenfalls als Ultima Ratio zu verstehen. Eine solche Zweckbestimmung lässt der Regierungsentwurf jedoch nicht erkennen. Zunächst sprechen § 78b Absatz 1 Satz 2 und § 217h Absatz 1 Satz 2 SGB 5 durch die Verwendung jeweils des Wortes insbesondere dafür, dass es sich bei der folgenden Aufzählung um nicht abschließende Regelbeispiele handelt. Gerade weil das Aufsichtsmittel der Entsendung einer Person für besondere Angelegenheiten die Selbstverwaltung mit hoher Intensität trifft, wäre es sinnvoll, auf den Begriff insbesondere zu verzichten und die Voraussetzungen für ein Einschreiten der Aufsichtsbehörde zu begrenzen. Auffällig ist ferner der Tatbestand des § 78b Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 und § 217h Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 SGB 5 jeweils in der Fassung des Regierungsentwurfs. Dieser Tatbestand ist im Vergleich zu den anderen Fallgruppen insofern vage formuliert, als er bereits das Vorliegen von Anhaltspunkten dafür, dass eine Pflichtverletzung eines Organmitglieds oder eines ehemaligen Organmitglieds einen Schaden der Körperschaft verursacht hat, genügen lässt. An dieser Stelle wäre im Hinblick auf die hohe Intensität der Aufsichtsmaßnahme eine konkretere Fassung wünschenswert. Recht herzlichen Dank. Frau Michalk ist die nächste Fragestellerin für die CDU-CSU. Ja, meine Frage richtet sich an den medizinischen Dienst des GKV-Spitzenverbandes. Wie bewerten Sie denn, wenn die Mitglieder des MDS künftig nicht wie bisher über die Satzung, sondern im Gesetz praktisch bestimmt werden sollen, wie sehen Sie die Legitimation im Vergleich zum Ist-Zustand? MDS, bitte. Mertens, vielen Dank für die Frage. Ich bin der Versichertenvertreter des Verwaltungsrats des MDS. Ich sehe hier einen Eingriff in die Rechte der Selbstverwaltung, die durch Sozialwahlen alle 6 Jahre gewählt werden und dadurch ihre Legitimation hat. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ist es also nicht erforderlich, dass die Bestimmung der Mitglieder aus dem Recht des der Selbstverwaltungskörperschaft herausgenommen wird. Dankeschön. Frau Mark, bitte. Kurze Frage noch vor Ablauf der Zeit an den Verband der Ersatzkassen. Herr Knieps, welche weiteren Maßnahmen sollte Ihrer Meinung nach... welche Maßnahmen soll nach Ihrer Meinung der Gesetzgeber ergreifen, um die Selbstverwaltung zu stärken? Hielten Sie zum Beispiel die Einführung von Online-Wahlen für sinnvoll? Da fangen wir mal mit dem Verband der Ersatzkassen dann an und dann werden wir Franz Knieps dran nehmen. Ulrike Elzner, VDEK, vielen Dank, Frau Abgeordnete Mark, für die Frage. Es ist so, dass in diesem Jahr die Sozialwahlen wieder stattfinden. Ein Großteil der Sozialleistungsträger führt Urwahlen durch. Es sind in diesem Jahr dann 51 Millionen Versicherte wahlberechtigt über Urwahlen ihre Stimme abzugeben.
Die Ersatzkassen und die Deutsche Rentenversicherung führen gemeinsam und mit Unterstützung der Bundeswahlbeauftragten, der Frau Rita Pawelski und von Klaus Wiesehügel, eine umfangreiche Informationskampagne durch, um eben für die Sozialwahl zu werben, auch entsprechend ein Votum abzugeben. Und da wäre es eine große Unterstützung, wenn die Kassen oder wenn die Versicherten auch die Möglichkeit hätten, ihre Stimme nicht nur per Briefwahl, sondern auch online abzugeben, per Onlinewahl. Von dem her, Frau Abgeordnete Mark, es wäre sehr hilfreich und würde die Legitimation und die insbesondere stärken und auch die Teilnahmequote mutmaßlich erhöhen, wenn wir eine Online-Wahl hätten. Dankeschön. Franz Knieps, bitte. Ja, ich spreche heute als Einzelsachverständiger und nicht als Vertreter des BKK-Dachverbandes, aber ich sehe es ganz genauso wie die Kollegin Elsner. Wir sollten uns für die moderne Technologie öffnen und wir sollten alle Schritte unternehmen, die eine breitere Wahlbeteiligung möglich macht zu den Sozialversicherungswahlen. Herr Riebsam, noch eine Frage, das würden wir dann nachher verrechnen. Ich habe eine Frage an den Vorstand des GKV-Spitzenverbandes und an den gemeinsamen Bundesausschuss. Erfolgt aus Ihrer Sicht bei der Beschlussfassung im gemeinsamen Bundesausschuss ein sinnvoller und sachgerechter Interessenausgleich, vor allem im Hinblick auch auf die Patienten und auf die Versicherten? Und welche Folgen könnten eine stärkere Einbeziehung der Patientenvertreter bei der Beschlussfassung haben? GKV-Spitzenverband zunächst. Ja, vielen Dank, Doris Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Wir haben ja nun schon seit einigen Jahren das Mitberatungsrecht der Patientenorganisationen im gemeinsamen Bundesausschuss. Und wir sehen das als eine Vervollständigung der Perspektiven in der gemeinsamen Selbstverwaltung an. Damals bei der Einführung wurde ja sehr deutlich gesagt, es geht darum, tatsächlich die konkret betroffenen Perspektive mit einzubringen. Aus unserer Sicht findet hier eine konstruktive Zusammenarbeit statt. Und wenn man sich die Beschlüsse im gemeinsamen Bundesausschuss ansieht, häufig werden ja nur die Konflikte nach außen getragen, aber wenn man die Bilanz insgesamt sieht, dann sieht man sehr eindrücklich, dass fast durchgängig die Entscheidungen im Plenum einvernehmlich getroffen werden, auch mit Zustimmung der Patientenvertreter. Darüber hinausgehende Entscheidungsrechte lehnen wir ab. Ich habe auf die damalige Diskussion schon angesprochen, weil wir der Meinung sind, dass im gemeinsamen Bundesausschuss es notwendig ist, für ein Stimmrecht da auch eine entsprechende Finanzverantwortung zu haben. Man kann nicht in diesem Gremium mit verantwortlichen Entscheidungen treffen, wenn diese Seite der Verantwortung oder der Entscheidungshoheit fehlt. Und der Verwaltungsrat des GKV-Spitzenverbandes, Herr Clemens hat eben schon darauf hingewiesen, die Versichertenvertreter sehen sich natürlich auch als Vertreter der Patienten, denn Versicherte sind zumindest zeitweilig auch Patienten. Deswegen haben sie da im Rahmen ihres Gemeinwohlauftrages natürlich auch die Verantwortung für die Patienteninteressen. Und von daher sehen wir es als sinnvoll an, hier das Beratungsrecht mit einzubeziehen und hier einen Interessenausgleich durchzuführen. Allerdings bei der Verantwortung für die Entscheidung halten wir es für notwendig, dass dann die Verantwortlichen auch für die finanzielle Seite mitverantwortlich sind. Dankeschön. GBA, bitte. Ja, Herr Vorsitzender, Herr Abgeordneter, ich schließe mich zunächst den Ausführungen von Frau Dr. Pfeiffer an, will das noch ein bisschen präzisieren. Mehr als 4/5 der Beschlüsse erfolgen heute mit Zustimmung der Patientenvertretung. Patientenvertretung sitzt auch entgegen der Stellungnahmen verschiedener Organisationen nicht am Katzentisch, sondern hat verfahrensmäßige Rechte und wird in finanziellem Umfang erheblich unterstützt. Ich will das an einer Zahl deutlich machen. Im vergangenen Jahr haben wir bei insgesamten Personal- und Sachkosten im GBA von etwas über 12 Millionen 1,233 Millionen für Patientenvertretungen ausgegeben. Das sind 10% hier von einer, ich sag mal, nicht sachgerechten Ausstattung zu sprechen, ist sicherlich eine relativ kühne Aussage. Aber ich halte diese Investition für richtig und wichtig. Zweiter Punkt, der mir ganz wichtig ist, wenn man
das will, was im Antrag der Linken adressiert wird oder was zum Beispiel in der Stellungnahme der Verbraucherzentrale adressiert wird, nämlich dass Unparteiische von den Patientenvertretern bestellt werden, dann muss man zunächst einmal die rechtlich bedeutsame Frage nach der demokratischen Legitimation der heute im GBA bestehenden Patientenvertretung stellen. Denn die Patientenvertretungsbeteiligungsverordnung gewährleistet nicht, dass sachgerecht und alles abdeckend alle Patientengruppen, alle versicherten Initiativen mit ihren Belangen und ihren Interessen im gemeinsamen Bundesausschuss zu Wort kommen. Wenn man sagt, wir wollen Patientenvertretung mit Stimmrechten oder mit Personalbestellungsrechten versehen, müsste aus meiner Sicht als Annex zu den Sozialwahlen die Versichertenvertretung gestärkt werden, denn Versicherte in der GKV sind auch die Patienten bzw. Mitglieder in der GKV sind die Patienten. Und hier müsste eine demokratische Legitimation geschaffen werden. Es ist für mich schon etwas absonderlich, wenn in einer Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbandes die Legitimation der Deutschen Krankenhausgesellschaft in Ermangelung eines körperschaftlichen Statuses im GBA in Frage gestellt wird, auf der anderen Seite aber von Vereinen, Verbänden und losen Zusammenschlüssen ein Bestellungs- und Mitgestaltungsrecht gefordert wird, das wesentlich weniger stringent ableitbar ist als die Legitimation, die andere Organisationen haben, womit ich nicht sagen will, dass ich nicht auch einen Körperschaftsstatus der DKG für hübsch fände, aber das sage ich außerhalb der Tagesordnung an dieser Stelle. Also wenn diese Legitimationsdefizite beseitigt wären und beseitigt würden, dann wäre eben über diese Schiene Patientenvertretung abbildbar in den Bänken des gemeinsamen Bundesausschusses durch versicherten Vertreter der gesetzlichen Krankenversicherung. Denn die Patienten in der GKV sind auch die Versicherten und die Mitglieder der GKV. Und da braucht es keiner anderen Konstrukte jenseits dieser Institution. Letzter Punkt ist für mich ganz wichtig, dass, wenn der Gesetzgeber sich jetzt schon mit Stringenz und Aufsicht befasst, man sich auch mit der Fragestellung befasst, ob und in welchem Umfang nicht möglicherweise an der einen oder anderen Stelle etwas stringenter zum einen das wirtschaftliche Gebaren der Patientenvertretungen in der real existierenden Form und die Unabhängigkeit aller Institutionen, die heute Patienteninteressen vertreten, dann eben auch einer Überprüfung unterzogen würde. Denn die Verlautbarungen der Patientenvertretung haben ein sehr, sehr hohes Gewicht. Und die unterschiedlichen Interessen zwischen themenbezogener Patientenvertretung, zwischen Patientenvertretungen untereinander zeigen manchmal auch bei Anhörungen, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht dann doch die Fragestellung geben müsste, ob hier in jedem Falle eben eine Interessenfreiheit und eine Offenheit gegenüber allen Belangen und keine Orientierung an Partikularinteressen gegeben ist. Deshalb sollte man diese Frage vielleicht auch noch mal in den weiteren Diskussionen in den Fokus rücken. Dankeschön, Herr Hecken. Wie gesagt, die Minuten rechnen wir nach, verrechnen wir nachher. Es ist jetzt die SPD dran. Es fragt die erste Fragestellerin, ist die Sprecherin der SPD, Gesundheit-Arbeitsgruppe, Frau Mattheis. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal auch an alle ein gutes neues Jahr von der SPD-Seite. Ich richte meine Frage an die beiden Einzelsachverständigen, Herrn Knieps und Herrn Linnemann, und würde ganz gerne Ihre Einschätzung wissen. Wir haben alle Bekenntnisse gehört zum Thema Selbstverwaltung. Das Gesetz selber heißt Selbstverwaltungsstärkungsgesetz. Wie Sie das so einschätzen zu den jetzigen, und ich füge auch gerne noch hinzu, wir alle kennen auch den Anlass für dieses Gesetz, und ich frage Sie beide als Einzelsachverständige, wie Sie die Möglichkeiten der jetzigen Gesetzeslage und Aufsicht sehen in Bezug auf das, was jetzt mit dem Selbstverwaltungsstärkungsgesetz kommen soll. Dankeschön, Herr Knieps zunächst. Ja, vielen Dank für die Frage und die guten Wünsche, Frau Abgeordnete. Es wird Sie nicht verwundern, wenn ich wenig Sympathie für die meisten Inhalte dieses Gesetzentwurfs habe. Und das auch vor dem Hintergrund, dass ich ja auf beiden Seiten
des Tisches schon gesessen habe. Die Vorstellung, dass man mit ein bisschen Fachaufsicht das Erwünschte erreichen kann, ist nach meiner Ansicht irreführend. Juristisch beziehe ich mich da unter anderem auf das, was Herr Professor Sodan gesagt hat, aber auch die eigenen Erfahrungen zeigen, dass ein Referat im Bundesministerium für Gesundheit, selbst wenn es gut ausgestattet ist, nicht in der Lage ist, alle fachlichen Aspekte von Institutionen, die beim gemeinsamen Bundesausschuss anfangen und beim GKV-Spitzenverband und den Spitzenorganisationen der Leistungserbringern aufhören und deren mittelbare Wirkung natürlich weitergeht in die Akteure der Krankenversicherung, der kassenärztlichen Vereinigungen etc. Ich sehe ja schon, wie sich Aufsichtsbehörden auf das berufen, was hier nur für die Bundesorganisationen geschaffen wird. Dahinter steht aber auch ein komplexeres Problem, nämlich die unklare Abgrenzung zwischen dem, wer verantwortet was im Gesundheitswesen. Da haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten eine stärkere Zentralisierung erlebt. Da haben wir immer weniger Möglichkeiten geschaffen, gegen echte oder vermutete Rechtsverletzungen sich zur Wehr zu setzen. Herr Professor Sodan hat das als noch verfassungskonform bezeichnet. In der Praxis fragt man sich aber sehr oft, ob man ein Rechtsmittel einlegt, ob man den Klageweg bestreitet, allein aus Opportunitätsgründen. Also ich halte es für erforderlich, klarer Aufgaben und Funktionen zuzuweisen im Gesundheitswesen. Und dann, wenn man ein selbstverwaltetes System wirklich aus ordnungspolitischer Überzeugung will, dann auch dieser Selbstverwaltung echte Spielräume einzuräumen. Es ist mehrfach betont worden, dass das Bundessozialgericht Beurteilungs- und Ermessungsspielräume sieht. Ich könnte Ihnen schwarz auf weiß belegen, dass Aufsichten entscheiden, nicht das BMG, sondern Aufsichtsbehörden, dass es kein Ermessen oder kein Beurteilungsspielraum gäbe für die Akteure. Das fördert den Frust, das mindert die Akzeptanz von Selbstverwaltungsstrukturen. Deshalb wird es mit dem jetzigen Gesetz nicht Genüge getan sein, sondern wir müssen grundsätzlich in Frage stellen, ob denn die Aufgabenzuweisung zwischen Staat, zwischen Selbstverwaltung und zwischen wettbewerblichen Akteuren adäquat ist. Und wir müssen alles, was nach verschleierten Durchgriffen aussieht, etc., dann doch ganz energisch zurückweisen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich die Instrumente, die vorhanden sind, bei Fehlverhalten im Gesundheitswesen dann auch schnell und sichtbar anwenden, damit die Bevölkerung Respekt und Vertrauen vor der Selbstverwaltung hat. Dankeschön. Herr Lindemann, bitte. Ja, ich spreche hier über einen ganz anderen Kontext, weil das Gesetz ja wenig differenziert zwischen der sozialen Selbstverwaltung, der ärztlichen Selbstverwaltung gewissermaßen in der berufsständischen Dimension und der gemeinsamen Selbstverwaltung des gemeinsamen Bundesausschusses. Und ich will hier in Erinnerung rufen, dass soziale Selbstverwaltung sich in einem sozialen Kontext befindet und sozusagen in dem Mitbestimmungsnetzwerk der sozialen Sicherheit in Deutschland und seiner Verfasstheit. Und wenn der Gesetzgeber hier einfach mal eingreifen will, sollte er sich überlegen, welche Nebenwirkungen er möglicherweise erzeugt damit. Ich will daran erinnern, dass wir ein fein tariertes System aus Tarifverträgen und aus Sozialpartnerschaft haben. Da werden im Allgemeinen die Fragen der Arbeitswelt geregelt. Hinzu kommt dann das System der betrieblichen und Unternehmensmitbestimmung. Da werden die anderen Fragen der Arbeitswelt geregelt. Und wir haben eine gute soziale Tradition in Deutschland. Und das ist die soziale Mitbestimmung, die im Allgemeinen über die soziale Selbstverwaltung organisiert wird. Es sitzen auf allen Ebenen der Mitbestimmung die gleichen Akteure am Tisch, nämlich Arbeitgebervertreter und im Allgemeinen Gewerkschafter oder andere gewählte Vertreter aus der Arbeitswelt beispielsweise. Und diese Vertreter übernehmen in ihren Bereichen jeweils die komplette Verantwortung, vergleichbar mit der Verantwortung wie die Akteure im gemeinsamen Bundesausschuss, und übernehmen damit auch die Verantwortung gegenüber ihrer Klientel, die sie auch zu vertreten haben, und setzen auch möglicherweise unbequeme Entscheidungen durch.
Sie sind gleichzeitig aber Vertreter der Lebenswirklichkeit. Das heißt, Sie kennen den Alltag der Versicherten sowohl in der Arbeitswelt als auch darüber hinaus und bringen diese Überlegungen und Erkenntnisse ein. Verantwortung tragen Sie sowohl für Leistungen als auch für Beiträge. Es gibt wenige Bereiche, denke ich, in unserer Republik, in denen das in dieser Weise so zusammengefasst ist. Das heißt, die Entscheidungen, die man hier verantwortungsvoll trifft, sind endgültig und sind dann auch zu vertreten gegenüber der eigenen Klientel, und zwar regelmäßig. So sieht auch unser Alltag aus und so sehen auch die Aushandlungsprozesse mit der Arbeitgeberseite aus, die im Allgemeinen stark durch Kompromisse geprägt sind. Die Selbstverwaltung hat, glaube ich, durch etliche Gesellenstücke deutlich gemacht, dass sie handlungsfähig ist. Die Gründung des GKV-Spitzenverbandes beispielsweise hat die Selbstverwaltung selbst organisiert. Sie hat gemeinsam mit dem Errichtungsbeauftragten die Strukturen des neuen Spitzenverbandes festgelegt. Sie hat Fachbeirat eingelegt, hat damit die Ebene der Fachebene, der Kassenarten mit einbeziehen können und dergleichen mehr. Das Ganze ist geräuschlos abgelaufen, wie im Allgemeinen die Arbeit der sozialen Selbstverwaltung ziemlich geräuschlos läuft. Das mag auch ein Grund mit sein, weshalb die Wahlbeteiligung bei Sozialwahlen so verhältnismäßig gering ist. Das Problem, was wir sehen, oder ich will die Rolle noch mal ein bisschen deutlicher machen. Soziale Selbstverwaltung hat also bestimmte Rollen. Und ich bin der Meinung, dass die Politik sich diese Rollen noch mal vergegenwärtigen soll und die Frage beantworten soll, wer diese Rollen denn zukünftig übernehmen soll. Es geht einmal um die Rolle als sozialer Pfadfinder und als Innovator. Es geht um die Frage, wer identifiziert überhaupt Versorgungsbedarfe und wer kommuniziert auch politische Entscheidungen, ob das nun GBA oder ob das Gesetz ist, dann in die Community hinein. Das ist also ein ganz wichtiges Thema, denke ich, weil bestimmte Fragen des Versorgungsmanagements nicht ganz einfach und nicht ohne die Menschen zu entscheiden sind und auch nicht zu vermitteln sind. Das zeigen auch die ganzen Diskussionen der letzten Jahre über die Pflegetransparenzvereinbarung beispielsweise. Da haben wir frühzeitig darauf aufmerksam gemacht, dass es sehr schwierig ist, ohne Konfliktlösungsmechanismus zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen und den Pflegeverbänden Einigungen herbeizuführen und dass wir eine mittlerweile verhältnismäßig lange andauernde politische und öffentliche Diskussion haben über den Zustand in unseren Pflegeheimen. Meine Empfehlung ist relativ einfach. Hören Sie auf, die soziale Selbstverwaltung zu schwächen, indem Sie permanente Eingriffe in die Beitragsautonomie vornehmen oder bei der Nationalen Präventionskonferenz die Sozialpartner nur mit einer beratenden Funktion gewissermaßen an den Katzentisch setzen. Das heißt, hier gibt es ganz einfach eine Schwächung der Selbstverwaltung. Ich schlage vor, dass die Themen der sozialen Selbstverwaltung im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens außen vor bleiben, weil es ist letzten Endes ein Thema über die Reform der Sozialwahlen und des Selbstverwaltungsrechts und gehört damit in die nächste Legislaturperiode und in den Kontext eines ganz anderen Gesetzgebungsverfahrens. Ansonsten hätte ich die Frage grundsätzlich zu stellen an die Politik, ob die Ministerien hier möglicherweise ein unterschiedliches Verständnis von der Zusammenarbeit mit Tarifvertragsparteien und Sozialpartnern haben. Denn im Rahmen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes haben wir als Sozialpartner viele schöne Aufgaben zu schultern bekommen, die der Politik wohl zu unangenehm gewesen sind. Danke. Dankeschön, Herr Lindemann. Frau Baas ist die nächste Fragestellerin für die SPD. Vielen Dank. Meine Frage geht noch mal an den GKV-Spitzenverband. Wir haben vorhin von Professor Dr. Sodan die Ausführungen zu der oder der Entsandten für besondere Angelegenheiten gehört. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass Sie eine abschließende Eingrenzung haben wollen. Können Sie das noch mal genauer begründen? GKV-Spitzenverband, bitte. Vielen Dank, Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Wir haben im Zusammenhang mit den anderen Regelungen ja schon darauf verwiesen, dass wir die geplanten Regelungen nicht für nachvollziehbar oder gerechtfertigt halten, weil die Probleme, die hier vermeintlich gelöst werden sollen, bei uns nicht aufgetreten sind. Deswegen lehnen wir auch diese Regelung ab, die jetzt einen Entsandten vorsieht. Wenn man jetzt bei dieser Regelung bleibt und sie sich ansieht, dann sehen wir, ähnlich wie das Herr Professor Sodan angesprochen hat,
die Notwendigkeit, dieses unbedingt zu präzisieren. Denn im Gesetzentwurf heißt es, dass eine Grundvoraussetzung für die Bestellung ist, dass die ordnungsgemäße Verwaltung nicht mehr gewährleistet ist. Zu Recht gibt es hier sehr hohe Anforderungen an die Einsetzung eines Entsandten. Allerdings sind diese Regelbeispiele, die genannt werden, nicht durchgehend im Einklang mit diesen hohen Anforderungen. Und es muss jedenfalls ausgeschlossen werden, dass es beliebige Eingriffsmöglichkeiten für die Aufsicht gibt. Also solange das interpretationsfähig ist, halten wir das nicht für angemessen. Mit dem Kabinettsentwurf wurden die Voraussetzungen ja etwas eingeengt, aber nach unserer Auffassung sind sie noch lange nicht ausreichend präzise. Insbesondere die Möglichkeit, die auch Herr Professor Sodan angesprochen hat, über das insbesondere eben auch weitere Möglichkeiten zu nutzen, halten wir für hochkritisch. In dem Zusammenhang sollte noch erwähnt werden, dass eine weitere Regelung in dem Zusammenhang, die noch nicht angesprochen wurde, das Problem der Haftung ist. Das ist nämlich im Grunde genommen ein Stück aus dem Tollhaus, weil bei dieser Regelung heißt es, es wird ein Entsandter in die Organisation geschickt, der intern alles entscheiden darf. Der Vorstand ist seiner Entscheidungskompetenz benommen, darf aber nach außen die Entscheidungen vertreten. Das heißt, nach außen darf ich dann haften, wenn der Entsandte des Ministeriums irgendeinen Unsinn entschieden hat. Und das finde ich, das kann nicht, ja, der Verwaltung, das Organ, also ich spreche jetzt von mir, das gilt natürlich für das Organ Verwaltungsrat genauso, das gilt für die anderen Organisationen genauso. Das halte ich für völlig unmöglich. Wir haben ja ein Wortprotokoll, da kann man das alles nochmal schön nachlesen. Frau Behrens ist die nächste Fragestellerin. Ja, ich greife das Thema Innenrevision auf und meine Frage richtet sich an den Verwaltungsratsvorsitzenden des GKV-Spitzenverbandes. Herr Clemens, der Gesetzentwurf sieht die Schaffung einer verbindlichen Innenrevision für den GKV-Spitzenverband vor. Berichtspflichtig ist diese dann gegenüber dem Vorstand und gegebenenfalls gegenüber der Aufsicht. Wie schätzen Sie einen Vorschlag für eine Berichtspflicht auch gegenüber dem Verwaltungsrat ein, damit die Selbstverwaltung in diesem Zusammenhang ihre Kontrollrechte stärker wahrnehmen kann? GKV-Spitzenverband, Verwaltungsrat, bitte. Ja, Clemens, danke für die Frage. Ich möchte nichts sehr nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Arbeit des GKV-Spitzenverbandes überhaupt keinen Anlass gegeben hat, eine solche Regelung für uns wirksam werden zu lassen. Wir haben eine Innenrevision auch aufgrund der von mir schon angesprochenen Struktur des GKV-Spitzenverbandes, also Stichwort, wer sind da die Beteiligten, gezwungenermaßen, also das ergibt sich einfach aus der Logik, schon von Anfang an eingerichtet, und zwar völlig unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen. Dass nun darauf aufbauend die Kontrollmöglichkeiten der Aufsicht ausgeweitet werden sollen, lehnen wir ab. Dies widerspricht dem Grundsatz der Selbstverwaltungsautonomie, ist ein massiver Eingriff ins Verwaltungshandeln, ganz eindeutig. Und für mich als Vorsitzender des Verwaltungsrates ergibt sich darüber hinaus auch kein erkennbarer Vorteil, wenn ich nun zusammen mit der Aufsicht die Berichte der Innenrevision erhalte. Selbst wenn der Verwaltungsrat bei Missständen mit Maßnahmen reagiert, muss die Selbstverwaltung damit rechnen, dass die Aufsicht eingreift. Und dann, das ist dann meine Konsequenz und der Kernsatz meiner Antwort an Sie, dann braucht es kein Selbstverwaltungshandeln mehr, da die Gestaltungskompetenz des Verwaltungsrates damit immer unter einem aufsichtsrechtlichen Vorbehalt gestellt ist. Und das kann keinerlei Zustimmung unserer Seite finden. Dankeschön. Frau Dittmar, bitte. Ja, meine Fragen richten sich an die Krankenhausgesellschaft, an den GBA, an die Kassenzahnärztliche Vereinigung und an die KBV. Unsere Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss fordern in Maßgabebeschluss vom 10. November letzten Jahres Prüfrechte des Bundesrechnungshofes für ihre Organisation. Wie begründen Sie bitte Ihre ablehnende Haltung und in Anbetracht der Zeit bitte kurz und prägnant? DKG bitte. Herr Baum, DKG, wir hätten ja viele Wünsche an das Gesetz gehabt, diesen aber nicht. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft ist ein eingetragener Verein. Unsere Beiträge zahlen die 16 Mitgliedsverbände auf der Landesebene. Wir haben keine Körperschaften als Zahler. Wir legen jährlich Rechnung.
innerhalb des Verbandssystems. Wir lassen unseren Abschluss jährlich prüfen. Aber wir haben überhaupt keinen Zusammenhang jetzt zu öffentlich-rechtlicher Mittelverwaltung. Wir unterliegen ja auch nicht den haushaltsrechtlichen Vorgaben der Sozialversicherungsträger. Das heißt, wir sind komplett aus dem öffentlich-rechtlichen Finanzsystem außen vor. Unsere Mitglieder sind auch keine Körperschaften des öffentlichen Rechts, weil es eben die Landesverbände und Bundesverbände sind. Aber wie gesagt, die Aufbringung der Mittel, die erfolgt aus unseren Landesverbänden. Deshalb sehen wir keinen Anknüpfungspunkt, uns die DKG zu prüfen. Dankeschön. KZBV, Vertreterversammlung. Nee, Vorstand, Entschuldigung, Vorstand. Vielen Dank, Herr Franke, Herr Vorsitzender. Danke für die Frage. Ich kann nahtlos anschließen. Bei den Beitragsmitteln der KZBV handelt es sich nicht um Versichertengelder, sondern hier handelt es sich aus dem Einkommen der Zahnärzte aufgebrachte Beitragsmittel. Die KZV und die KZBV weisen diesen Antrag eindeutig zurück. Wir unterliegen heute schon bereits sehr engmaschigen, umfassenden Aufsichtsmaßnahmen. Zusätzlich bestehen etliche Vorlage-, Zustimmungs- und Genehmigungserfordernisse, die der Aufsicht auch einzelfallbezogen zusätzliche Prüfmöglichkeiten und Pflichten eröffnet. Der Prüfauftrag des Bundesrechnungshofes bezöge sich auf die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsprüfung und damit auch auf diesen Bereich. Es muss also tatsächlich befürchtet werden, dass es zur unkoordinierten Prüfung identischer Sachverhalte durch verschiedene Prüfeinrichtungen kommen könnte und damit notwendigerweise zu divergierenden Ergebnissen, die keinerlei zusätzlichen Erkenntnisgewinn schaffen dürften, sondern neben Bürokratie einen Haufen zusätzliches Geld kosten würden. Gerade aus diesen Gründen lehnen wir eine solche Beauftragung ab. Dankeschön. GBA, bitte. Erste Bemerkung, Hinweis darauf, dass gerade durch diesen Gesetzentwurf ja doch noch eine Reihe von zusätzlichen Prüfkompetenzen auch die Haushaltsführung betreffend implementiert werden, sodass die Frage gestellt werden muss, ob die Schaffung von Doppelstrukturen zielführend ist. Zweiter Hinweis, auch redundant, auch der GBA finanziert sich aus Systemzuschlägen als Aufschlag auf die Vergütung der Körperschaften und der Deutschen Krankenhausgesellschaft als eingetragener Verein, die in dem Augenblick, in dem sie als Vergütung mit befreiender Wirkung von der gesetzlichen Krankenversicherung an die Körperschaften geleistet werden, ihren Steuerbezug verloren haben. Dritte Bemerkung, der Anteil der Steuermittel bei den 206 Milliarden Gesundheitsausgaben ist so gering und eine Prüfung des Bundesrechnungshofs auf der Basis des geltenden Rechtes könnte, wenn dieses Synalagma denn bestünde, nur auf diese Mittel beschränkt werden. Wenn es darüber hinaus ausgedehnt werden sollte, bedürfte es einer Änderung des Haushaltsgrundsätzegesetzes, des Paragraphen 55, der wiederum der Zustimmung des Bundesrates bedürfte. Vor diesem Hintergrund also die Fragestellung, ist das notwendig, zielführend und ist das im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens machbar? Weil ja eben dadurch eben auch nur eine eingeschränkte auf die fiktiven Steuermittel, die keine mehr sind, durch die Leistung mit befreiender Wirkung erfolgen könnte. Letzte Bemerkung. Durch eine Prüfkompetenz des Bundesrechnungshofes bestünde aus meiner Sicht die politisch an anderer Stelle von mir gewonnene sehr große Gefahr, dass der Bundesrechnungshof sich dann nicht auf die Frage, wird jetzt die Portokasse richtig verwaltet, wird jetzt der Personalhaushalt richtig verwaltet, beschränken würde, sondern möglicherweise auch prüfen würde, die Entscheidungen, die der GBA zum Beispiel bezogen auf § 12 in Verbindung mit 91 zur angemessenen wirtschaftlichen und zweckmäßigen Verwendung der Versorgung. Henken redet auch weiter, wenn ins Mikro abgestellt wird. Er kennt gar nichts. Okay. Okay, recht herzlichen Dank, Henken. Wir wollen den KBV wollen wir auch noch ganz kurz hören.
Ja, Frau Dittmann, danke für die Frage. Ich mache es kurz, viel ist schon gesagt worden. Also wir sehen das Prüfungsrecht des Bundesrechnungshofs gegenüber der KBV ohne rechtliche Notwendigkeit. Sie ist, aus unserer Sicht wäre sie systemfremd. Der Bundesrechnungshof prüft üblicherweise die Verwendung unmittelbarer Gelder des Bundes. Die gibt es bei der KBV nicht. Auch die Tatsache, dass der Gesundheitsfonds Steuergelder enthält, spricht dem, steht dem nicht entgegen, da die KBV keine Mittel aus dem Gesundheitsfonds verwaltet. Zusammenfassend muss man sagen, wir die KBV, an die KBV gezahlten Beiträge entstammen ja als Selbstverwaltungskörperschaft aus den Mitteln, die ausschließlich über die Mitglieder gemäß Satzungsregelung aufgebracht werden. Insofern keine Bestandteile von Bundesmitteln, daher aus meiner Sicht auch keine Prüfungszuständigkeit des Bundesrechnungshofs. Dankeschön, Herr Hecken, Dankeschön, Herr Gassen. Wir kommen jetzt zur Fraktion Die Linke. Frau Vogler beginnt mit der ersten Frage. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich beginne mit der ersten Frage an den VZBV und die BAG Selbsthilfe. Sind Sie der Auffassung, dass die Selbstverwaltung heute ihre Entscheidung klar an den Interessen der Patientinnen und Patienten ausrichtet? Und wenn nein, wie könnte man das besser machen? Bitte nennen Sie auch Beispiele. Die erste Frage war an wen nochmal? KZBV, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir sehen gelegentlich Entscheidungen, die nicht im Patienteninteresse erfolgen, sondern eher im Partikularinteresse der jeweiligen Organisationen sind. Als Beispiel dafür könnte man beispielsweise die Reform der Bedarfsplanung 2013 sehen oder auch im Augenblick die Entscheidung zu den planungsrelevanten Indikatoren. Wie das besser gemacht werden sollte, aus unserer Sicht geht es darum, die Interessen der Patienten, explizit der Patienten und nicht nur der Versicherten an dieser Stelle, im gemeinsamen Bundesausschuss zu stärken. Dazu finden sich relativ dezidierte Vorschläge in unserer Stellungnahme, aber auch in anderen Stellungnahmen von Patientenorganisationen. Dankeschön, BAG Selbsthilfe. Siri Doka, BAG Selbsthilfe. Man kann sicherlich sagen, dass im GBA in vielen Fällen ein gemeinsames Interesse an einer Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten vorhanden ist. Das wurde ja auch schon im Einzelnen ausgeführt. In vielen Fällen gibt es tatsächlich einverständliche Entscheidungen im Plenum, und zwar auch mit unserem Einverständnis. Es gibt aber schon durchaus Fälle, in denen andere Player auch andere Interessen vertreten, finanzielle oder berufsständische Interessen. Und in diesen Fällen kann es durchaus sein, dass die Patienteninteressen in den Hintergrund geraten. Für uns wäre ein Beispiel die Psychotherapie-Richtlinie. Hier gab es für die Patientinnen und Patienten die Verpflichtung, an einer psychotherapeutischen Sprechstunde teilzunehmen. Auf der anderen Seite war für die Psychotherapeuten nicht verpflichtend, diese Sprechstunde anzubieten. Die Patientenvertretung hatte hier die Befürchtung, dass da ein Nadelöhr für die Versorgung geschaffen würde, durch das viele Patienten erst spät hindurch geraten können. Das BMG hat dieses Argument auch aufgegriffen und auch durchaus darauf verwiesen, dass die Regelungen, die gesetzlichen Regelungen auch der Verbesserung der Versorgung dienen sollten und dass dementsprechend es sich bei der psychotherapeutischen Sprechstunde nicht um eine Kann-Regelung handelt. Insoweit sind wir schon der Auffassung, dass die Patientenvertretung in vielen Fällen wirklich die explizite Patientensicht einbringen kann und da auch wichtige Impulse geben kann. Wir halten auch das für unsere große Stärke, gerade die Impulse in die Diskussionen einzubringen. Also wir haben zum Beispiel den Aspekt der Hygiene schon ganz früh in die Beratung des GBA eingebracht, vor allen anderen. Der GBA war damals recht stolz darauf, dass er das Thema schon so früh aufgegriffen hatte, aber tatsächlich waren wir das in dem ersten Aufschlag, worauf wir auch durchaus stolz sind. Eine Stärkung der Patientenvertretung ist damit aus unserer Sicht vor allem dadurch zu erreichen, dass man diese Impulsfähigkeit auch stärkt. Und das
bekommt man am ehesten über die Stärkung von organisatorischen Strukturen hin. Ich möchte aber auch an der Stelle auch explizit sagen, dass gerade die Stabsstelle, die ja 2008 eingerichtet wurde, ein ganz wichtiger Faktor ist, um Anträge oder Kompromissvorschläge zu erarbeiten. Und dass wir das auch als wichtigen Faktor für die weitere Arbeit ansehen und hier auch keine Strukturänderung anstreben. Dankeschön. Die Fraktion Die Linke ist weiter dran. Harald Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an Frau Elsner vom VDEK und Herrn Knieps als Einzelsachverständiger, in dem Fall aber eher in der Rolle halt eben als BKK-Vertretung. Und da geht es um die Frage Aufsicht über die Krankenkasse. Wir stellen ja die wie stehen Sie dazu der Forderung, die Aufsicht über die Krankenkassen zu vereinheitlichen? Und an Herrn Knieps dann schon noch mal die Frage, weil er im Prinzip mit den BKK beide Welten auch ein Stück weit kennt, die Landesaufsicht und die Bundesaufsicht. Können Sie Beispiele für unterschiedliche Behandlungen unter Landes- und Bundesaufsicht geben? Zunächst VDEK, bitte. Ja, Ulrike Elsner, VDEK, vielen Dank für die Frage. In der Tat, eine einheitliche Aufsichtspraxis ist notwendig, um Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Krankenkassen zu vermeiden. Wir haben ja das System der Landesaufsichten und der Bundesaufsicht über die Bundes- und mittelbürgerlichen Krankenkassen. Und wir stellen fest, dass in der Praxis eben diese einheitliche Aufsichtspraxis und das einheitliche Aufsichtsentscheiden nicht stattfindet. Es kommt zu divergierenden Entscheidungen, obwohl es gemeinsame Aufsichtsbehördentagungen und obwohl es Absprachen gibt. Aber diese werden dann in der Praxis nicht verbindlich umgesetzt. Ich will Ihnen dazu zwei Beispiele geben. Das eine ist die Frage, wie Bonusprogramme ausgestaltet werden dürfen. Bonusprogramme müssen ja von der jeweiligen Aufsicht entsprechend genehmigt werden. Und da ist es so, dass beispielsweise die Landesaufsicht es akzeptiert, wenn eine Krankenkasse Erste-Hilfe-Kurse oder Tanzkurse anbietet, während die Bundesaufsicht sagt, dieses sind keine Leistungen, die über Bonusprogramme und über Versichertengelder zu finanzieren sind. Die Landesaufsicht schreitet aber nicht entsprechend ein. Ein zweites Beispiel, das ich Ihnen geben möchte, ist die Werbung auch von landesunmittelbaren Krankenkassen für Produkte und Dienstleistungen ohne konkreten Bezug zum Aufgabenfeld der Krankenversicherung. Ganz konkret handelt es sich dabei um die Werbung für Reiseveranstalter, für Betten- und Matratzengeschäfte oder eben auch für Sportgeschäfte, immer mit dem Blick, dass gutes Schlafen oder Sport auch der Gesundheit zuträglich ist. Das Bundesversicherungsamt sagt hier ganz klar, dass es sich hierbei um eine Aktivität handelt, die nicht in das Aufgabenfeld der gesetzlichen Krankenversicherung gehört und die deswegen auch dann nicht entsprechend beworben werden darf auf der Homepage. Die Landesaufsichten reagieren hier nicht, sondern lassen die Krankenkassen entsprechend gewähren. Und von dem her halten wir es für notwendig, dass tatsächlich Maßnahmen und gesetzliche Regelungen auf den Weg gebracht werden, um eben eine einheitliche Aufsichtspraxis zu gewährleisten. Und ganz konkret können wir uns vorstellen, dass der 89 Absatz 1 Satz 2 SGB IV, der ja das Handeln der Aufsicht jeweils vorschreibt und konkretisiert, dass dieser 89 angepasst wird, nämlich in der Frage, dass tatsächlich eine Aufsicht tätig werden muss, also das Ob des Handelns, dass das verbindlich geregelt wird und dass nicht das Ob des Handelns noch in die in das Ermessen der jeweiligen Aufsichtsbehörde gestellt wird. Ich glaube, damit wären wir einen Schritt in Richtung gemeinsame Aufsichtspraxis gegangen. Vielen Dank. Recht herzlichen Dank. Franz Knieps, sieht jetzt aus wie ein Matratzenhorchdienst. Ja, die Beispiele sind mir auch bekannt. Aber Herr Abgeordneter, vielen Dank für die Frage. Das geht noch viel weiter. Das reicht in ein Extrem
konfliktreiches Thema hinein, Kodierungsbeeinflussung beim RSA und sogenannte Betreuungsstrukturverträge. Das betrifft nahezu alle Leistungsbereiche, wo die Selbstverwaltung Spielräume in der Gewährung von Leistungen per Satzung hat. Das fängt an bei Sehhilfen, das geht weiter über Leistungen durch Heilpraktiker. Das ist ganz relevant in der künstlichen Befruchtung, wo das BVA sagt, das genehmigen wir nur bei verheirateten Paaren, während fast alle Landesaufsichten sagen, nein, das genehmigen wir grundsätzlich. Das geht ganz tief in die Abgrenzung von gesetzlicher Pflege und Krankenversicherung rein, hier ganz konkret, wo werden Hilfsmittel eingebucht. Das betrifft Bonusprogramme, das betrifft aber auch Verwaltungsverfahren, wie beispielsweise der Einzug von Zuzahlungen in Krankenhäusern. Hier sagt das BVA, das ist Sache der Krankenhäuser. Hier duldet die Landesaufsicht entsprechende Angebote regionaler Krankenkassen, diese Zuzahlung wirtschaftlicher direkt einzuziehen, und endet im Verfahren bei der Frage, müssen Unterlagen in Papierform vorliegen oder können diese auch elektronisch übermittelt werden? Ich will hier gar nicht bewerten, was ist, aber ich erlebe tagtäglich beispielsweise bei der Gestaltung unserer Mustersatzung durch den BKK-Dachverband, der abgestimmt wird mit dem Bundesversicherungsamt, dass hier Kassen, die bei mir Mitglied sind, sagen, nö, wir dürfen hier ganz andere Dinge, das und das haben wir mit der Landesaufsicht abgestimmt. Das halte ich für nicht akzeptabel, dass ein Bundesgesetz derart uneinheitlich ausgelegt wird, und ich halte es für mehr als unbefriedigend, dass die Bundesregierung auf Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sagt, wir kennen all diese Unterschiede, aber man kann nichts machen, man sieht keinen Handlungsbedarf und man verweist die jeweiligen Akteure an die Gerichte. Das ist für mich ein Punkt, der klärungsbedürftig ist im Verhältnis Selbstverwaltung-Aufsichten. Dankeschön. Frau Wöllert, bitte. Fraktion Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Dr. Köster Steinbach vom Verbraucherzentrale Bundesverband. Wie beurteilen Sie unsere Forderung, wonach die Patientenorganisation 2 der 3 unparteiischen Mitglieder des gemeinsamen Bundesausschusses benennen können sollten? Verbraucherzentrale Bundesverband, bitte. Vielen Dank. Wir beurteilen diese Forderung grundsätzlich positiv. Wir sehen es derzeit so, dass die Trägerorganisationen über ihre eigenen Stimmen sehr große Möglichkeiten haben, die Beschlüsse des gemeinsamen Bundesausschusses natürlich zu bestimmen. Und der Vorschlag von entsprechenden Unparteiischen durch die Patientenorganisation, der dann von diesem Ausschuss zu bestätigen wäre, wäre für uns eine geeignete Möglichkeit, um Patienteninteressen zu stärken, wenn man denn von dem berühmten Stimmrecht weiterhin absehen will. Dankeschön. Frau Vogler, bitte, Fraktion Die Linke. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an die KBV. Wir haben uns ja beim Lesen Ihrer Stellungnahme ein bisschen gewundert, dass dort im Gegensatz zu den anderen Spitzenorganisationen der Selbstverwaltung leider gar nichts darüber zu lesen ist, weshalb die Bundesregierung überhaupt auf die Idee gekommen sein könnte, die Selbstverwaltung etwas stärker an die Kandare zu nehmen. Und daher wüssten wir gerne mal, ob aus Ihrer Sicht die Bundesregierung damit richtig liegt, dass sie nicht genug Möglichkeiten hatte, dass sie die Unregelmäßigkeiten in der KBV hätte verhindern können. Oder hat die Bundesregierung aus Ihrer Sicht die vorhandenen Möglichkeiten der Aufsicht nur nicht ausreichend genutzt und will das jetzt mit diesem Gesetzentwurf so im Sinne von Aktionismus vielleicht etwas verschleiern? Oder beides? Ich weiß es ja nicht. KBV, bitte. Ja, danke für die Frage. Ich tue mich ein bisschen schwer, die zu beantworten. Das sind ja, der Anlass mag nachvollziehbar sein, nur glaube ich, muss man sich jetzt nicht der zwar wohlfeilen Annahme hingeben, dass Individualfehler, die passieren, die kann man bedauern, die muss man auch korrigieren, dass die nun per se immer zu verhindern werden. Ich habe aus meiner Wahrnehmung nicht den Eindruck, dass die Bundesregierung ihre Aufsichtsmöglichkeiten nicht genutzt hätte.
Dankeschön, Frau Vogler. Haben Sie noch eine Nachfrage? Ich habe noch eine andere Frage. Das war ja jetzt, sage ich mal, hinreichend knapp beantwortet. Die nächste Frage geht dann an die BAGP. Die in ihrer Stellungnahme ja schreibt, ähnlich wie wir in unserem Antrag, dass insbesondere der Wettbewerb im Gesundheitssystem negative Folgen auf die Entscheidungsfindung der GBA hat. Und da würde ich darum bitten, das und die konkreten Folgen ein bisschen zu erläutern. BAGP, bitte. Mühe für die Bundesarbeitsgemeinschaft der Patientenstellen und Initiativen, BAGP. Ja, wir haben ja unsere Stellungnahme vor allen Dingen vor dem Hintergrund unserer Erfahrung in den Gremien der Selbstverwaltung im GBA gemacht, als maßgeblicher Verband. Und wir erleben dort, dass die Kassen eher mit einem maximalen Sparinteresse agieren und möglichst neue Leistungen in den Leistungskatalog nicht aufnehmen wollen, durchaus im Interesse ihrer Versicherten, aber auch im Eigeninteresse ihrer Organisationen. Die sage nicht immer, aber das erleben wir durchaus manchmal. Gleichzeitig sorgen aber die Möglichkeit der Selektivverträge ausdrücklich als wettbewerbliches Instrument ja dafür, dass aber maximale Intransparenz, was Evidenz und Qualität dieser Leistung im Rahmen der Selektivverträge, für maximale Intransparenz diesbezüglich. Das ist eine Auswirkung, was wir auf der Kassenseite sehen. Bei den niedergelassenen Ärzten sehen wir auch durchaus ein Interesse, Leistungen nicht unbedingt als mit den Kassen abrechnungsfähig in die Versorgung zu bringen, sondern lieber das als IGE-Leistung abrechnen zu können. Und wir sehen auch, dass was die Qualitätssicherungsbeschlüsse angeht, dass es da keine besonders förderliche Haltung gibt, war oft mit dem Hinweis oder mit dem Verweis darauf, dass Qualität einzelner Leistungserbringer Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dieser Leistungserbringer seien. Was die Krankenhäuser angeht, da erleben wir, und das ist ja auch nicht zu verübeln, aber dass sie konkurrieren um DRG-relevante Leistungen und das oft auf Kosten von zum Beispiel Personal, Einstellungen und Weiterbildungen, die ja eben nicht DRG-relevant sind, mit den bekannten, teilweise verheerenden Auswirkungen auf die Krankenhauskeime und die Hygieneversorgung. Das sind so, ja. Dankeschön. Herr Weinberg, Fraktion Die Linke. Eine Frage geht dann wohl noch, vielleicht auch eine kombinierte, wer weiß. An den DGB habe ich noch mal eine Frage, und zwar anschließend an das, was wir jetzt ja gerade gehört haben. Würde aus Ihrer Sicht eine Evaluation des Wettbewerbs zwischen den Krankenkassen wichtige Erkenntnisse für die Selbstverwaltung im Gesundheitssystem ermöglichen? Und warum? Das ist die eine. Und wenn da noch Zeit bleibt, vielleicht können Sie kurz erläutern, die Haltung des DGBs zu dem, was ja schon gesagt worden ist, nämlich die Möglichkeit, Online-Wahlen bei den Sozialwahlen einzuführen. Knut Lambertin, DGB. Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Frage. Ich glaube, es ist dringend notwendig, dass wir den Wettbewerb, der Mitte der 90er Jahre eingeführt worden ist, evaluieren. Wir haben uns alle damals in einem großen Konsens ausgesprochen für einen Qualitätswettbewerb. Wir haben zwischendurch erlebt, dass wir gewechselt sind vom Qualitätswettbewerb zum Preiswettbewerb. Das ist längst nicht das, was eigentlich mal Mitte der 90er Jahre vereinbart war. Es wurde überhaupt nicht darüber diskutiert, schon gar nicht auf empirischer Grundlage, was dieser Wettbewerb ausgelöst hat. Wir haben heute ein Nebeneinander von wettbewerblichen Versorgungsbereichen bis hin zu Versorgungsbereichen, die einheitlich und gemeinsam geregelt sind. Dieses Nebeneinander passt auch nicht und führt auch zu Konflikten in der Selbstverwaltung, die man so nicht haben müsste, wenn man mal wissen würde, in welche Richtung eigentlich der Gesetzgeber gehen wollte, und zwar stringent, und auf welcher Grundlage. Wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder eingefordert, gerade bei der Einführung des Preiswettbewerbs, dass man erstmal den Qualitätswettbewerb evaluieren müsste. Und zu der Frage, wie das überhaupt mit der Selbstverwaltung, wenn ich das richtig verstanden habe, was wir dazu sagen, ja? Ach so, die Online-Wahlen, ja, da hatten wir ja ein groß angelegtes Gesetzgebungsverfahren. Ich glaube, im vorletzten Jahr, wenn ich die ganzen Reformen noch genau überblicken kann, wo wir deutlich gemacht haben, dass wir nicht grundsätzlich gegen Online-Wahlen sind, aber wir müssen das natürlich in einem so großen Bereich sehr gut überlegen, wie das auch mit Datensicherheit ist.
und auch mit der Frage der Aufklärung der Versicherten. Ich glaube nicht, dass man das übers Knie brechen kann, schon gar nicht für diese Wahlrunde in diesem Jahr. Das sollte man in einem größeren Rahmen diskutieren. Dankeschön. Die nächste Fraktion ist Bündnis 90 Die Grünen. Harald Terpe beginnt. Ja, vielen Dank und mit allen guten Wünschen für 2017. Ich werde die ersten drei Fragen stellen, dann wird meine Kollegin weitermachen und dann werden wir mal sehen, wie wir dann noch weiterkommen. Die erste Frage geht an den GKV-Spitzenverband. Sie sprechen sich in Ihrer Stellungnahme gegen die Schaffung einer Ombudsperson aus, bei der die rechts- oder zweckwidrige Verwendung von Finanzmitteln durch Selbstverwaltungskörperschaften des Gesundheitswesens gemeldet werden könnten. Gleichzeitig fordern Sie aber einen besseren Schutz vor Whistleblowern in diesem Bereich. Wie soll dieser Schutz nach Ihrer Vorstellung aussehen? GKV-Spitzenverband. Pfeiffer, GKV-Spitzenverband. Wir halten diese Ombudsperson nicht für notwendig. Wir haben, das ist ja eben auch schon dargelegt worden, eine unabhängige Innenrevision, die die rechts- und zweckmäßige Verwendung der Finanzmittel prüft. Darüber hinaus gibt es ja in allen Bereichen auch die Stellen zur Bekämpfung von Fehlverhalten. Die müssen Hinweisen nachgehen, die auf Unregelmäßigkeiten oder eine rechts- oder zweckwidrige Nutzung von Finanzmitteln hindeutet. Deswegen halten wir eine weitere Prüfstelle für nicht erforderlich. Wir möchten aber dennoch, und das haben Sie angesprochen, dass mögliche Hinweisgeber sich trauen, auch sich zu Missständen zu äußern, weil sie nämlich unter den derzeitigen Rahmenbedingungen nachteilige Folgen fürchten müssen. Wir haben das auch schon im Rahmen des Antikorruptionsgesetzes eingefordert, dass nämlich solche Hinweisgeber möglicherweise unverhältnismäßige Maßregelungen seitens ihres Arbeitgebers befürchten müssen, bis hin zur fristlosen Kündigung. Und deshalb fordern wir hier gesetzliche Regelungen zum Schutz. Und wir haben gleichzeitig auch das Problem, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in diesen Stellen arbeiten, kein Zeugnisverweigerungsrecht haben und deshalb also die Möglichkeit für sie nicht gegeben ist, hier die Auskunft über die Hinweisgeber vollkommen zu verweigern. Das brauchen wir, um die Identität solcher Hinweisgeber effektiv schützen zu können. Und der dritte Punkt, den ich ansprechen möchte, es gibt heute viele Hinweise aus diesen Gründen, die anonym sind. Und das ist dann natürlich ein Problem, weil man nicht konkret nachfragen kann nach Details. Und diese anonymen Hinweisgeber stehen natürlich auch den Ermittlungsbehörden und der Justiz nicht als Zeugen zur Verfügung. Deswegen halten wir das für dringend notwendig, hier einen solchen Schutz für Hinweisgeber zu installieren. Dankeschön, Harald Terpe. Zweite Frage an den VZBV. Viele der heute hier anwesenden Verbände kritisieren die im Gesetzentwurf und in den Anträgen vorgeschlagenen Maßnahmen als unverhältnismäßig starken Eingriff in die Selbstverwaltung. Teilen Sie diese Ansicht? Und falls nein, wieso nicht? VZBV, bitte. Ilona Köster-Steinebach für den VZBV. Wir teilen diese Ansicht nicht. Im Gegenteil, wir sind der Überzeugung, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen verhältnismäßig sind. Wir sind da eigentlich der ähnlichen Auffassung wie Herr Clemens, der an vielen Stellen ja ausführt, dass es da um Selbstverständlichkeiten geht, die in vielen Organisationen eigentlich so gegeben sind. Wir gehen auch davon aus, dass sie gegeben sein sollten. Jetzt kann man über ein Einzelnes insbesondere und über die Präzisierung vielleicht noch diskutieren, aber vom Prinzip her geht es uns darum, dass hier Rechtmäßigkeit und Transparenz des Handelns sicher gewährleistet ist. Und das ist sie ja offensichtlich bei den meisten Organisationen schon. Insofern ist das Gesetz verhältnismäßig. Dankeschön. Harald Terpe, Bündnis 90 Die Grünen. Ja, eine Frage an den GBA, Herrn Professor Hecken. Sie schlagen in Ihrer Stellungnahme eine Änderung von § 91 Absatz 4 Satz 6 dahingehend vor, dass die Genehmigung der Verfahrens- und Geschäftsordnung als erteilt gilt, wenn das BMG nicht innerhalb von 2 Monaten entscheidet. Können Sie Ihren Vorschlag kurz begründen? GBA, bitte. Ja, Herr Abgeordneter, herzlichen Dank für die Frage. Natürlich mache ich das gerne. Wir haben ja das Bestreben im § 91 Absatz 4 durch verschiedene von der Bundesregierung im Entwurf vorgesehene Maßnahmen
die Verfahren zur Gestaltung der Geschäfts- und Verfahrensordnung des GBA auch in einem gerichtlichen Verfahren der Gestalt zu verkürzen, dass zum Beispiel aufschiebende Wirkung von Klagen entfallen soll. Das halten wir für rechtlich bedenklich. Darauf wird vielleicht an anderer Stelle noch einzugehen sein, weil wir davon ausgehen, dass hier in diesem elementaren Kernbereich der Gestaltung gemeinsamer Selbstverwaltung, denn Geschäfts- und Verfahrensordnung sind ja im Prinzip die Basis für die Rechtmäßigkeit all unseres Handelns, eben ein Mindestmaß an Rechtsklarheit bestehen sollte und auch sehr vorsorglich und fürsorglich mit die reine Rechtsaufsicht überschreitenden Maßnahmen umgegangen werden sollte. In der Verfahrenspraxis sehen wir aber heute, dass wir im Schnitt 3 Monate nach der Beschlussfassung über Regelungen der Geschäfts- und Verfahrensordnung, die zwingend sind, damit wir Verfahren überhaupt in Gang setzen, für die Sie als Gesetzgeber Fristen gesetzt haben, dass wir im Schnitt 3 Monate brauchen, bis wir die Genehmigung des GBA bekommen, des BMG bekommen. Das passiert in vielen Fällen sogar so, dass das Normsetzungsverfahren bei uns schneller läuft als das anschließende Genehmigungs- und Prüfungsverfahren durch den BMG, Beispiel 137H, also die Bewertung von Medizinprodukten mit hohen Risikoneigungen, wo wir schneller fertig waren als die anschließenden Genehmigungsakte des BMG. Deshalb vertreten wir die Auffassung, dass wenn schon am 91 Absatz 4 Veränderungen vorgenommen werden sollen, die das Ziel haben, die Verfahren zu beschleunigen, hier auch zwingend eine Vorschrift, wie wir sie auch an anderer Stelle drin haben, aufgenommen werden soll, die sagt, wenn der BMG nicht binnen 2 Monaten sich in irgendeiner Form fristunterbrechend geäußert hat, gilt die Genehmigung als erteilt. Das ist eine Anregung zur Erweiterung dieser Vorschrift. Gravierende Bedenken haben wir im Rahmen dieser Vorschrift. Und da sind wir wieder bei den Kleinigkeiten, die eben adressiert worden sind, nämlich bei der insbesondere Regelung im 91 Absatz 4. Wenn man schon der Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes die Tendenz entnehmen würde, wonach es bereits heute eine Rechts- und Fachaufsicht jedenfalls in eingeschränktem Umfange für die Prüfung der Geschäfts- und Verfahrensordnung des GBA gäbe, wofür einiges spricht, wofür manches auch nicht spricht, dann muss diese Ermächtigung aber auf alle Fälle, und da beziehe ich mich auf Herrn Sodan, rechtsklar sein, sodass für den Normadressaten ersichtlich ist, welche Prüfkompetenzen über die Rechtsprüfung der BMG hinaus hier hat. Und das wird eben durch das von manchen als wenig aussagekräftige Wort insbesondere eben so weit geöffnet, dass nicht mehr absehbar ist, worauf sich hier die fachaufsichtlichen Prüfkompetenzen des BMG beschränken können. Weiterer sehr, sehr kritischer Punkt für uns ist die in Satz 5 vorgesehene Möglichkeit der nachträglichen Aufhebung von genehmigten Verfahrensordnungsregelungen des gemeinsamen Bundesausschusses, die der BMG genehmigt hatte, aufgrund der Veränderung von tatsächlichen Umständen. Hier enthält SGB 10 eine ganze Reihe von Vorschriften, die die Aufhebung von rechtmäßigen oder rechtswidrigen Verwaltungsakten betreffen, die dieses Feld umfassend abdecken, sodass für eine von Opportunitätskriterien geleitete weitere Aufhebungsvorschrift, die im Prinzip die Regularien des SGB 10 und die dortigen Vorschriften aushöhlt, aus unserer Sicht überhaupt keine Notwendigkeit und vor allen Dingen überhaupt kein Platz ist, weil ansonsten dem Prinzip der Rechtsklarheit hier nicht Genüge getan würde. Denn im Gegensatz zu manchen, die sich vorher geäußert haben, sage ich, es ist das prägende Prinzip der Selbstverwaltung, so wie es ja Sodan ausgeführt hat, dass sie in der Regel auf Rechtsaufsicht beschränkt ist und Rechtsaufsicht klar präzisiert ist. Und wenn denn die Schwelle zur Fachaufsicht überschritten wird,
was von manchen offensichtlich als kein Problem angesehen wird, dann ist das verfassungsrechtlich jedenfalls problematisch und bedarf einer Inhalt-, Zweck- und Ausmaßbegrenzung, die am Ende auch den Anforderungen verfassungsrechtlicher Regularien standhält. Letzter Punkt an der Stelle, aufschiebende Wirkung von Rechtsbehelfen, SGB Satz 6 in dieser Vorschrift. Hier meinen wir, dass die aufschiebende Wirkung im Gegensatz zu dem, was Herr Professor Sodan gesagt hat, zumindest bei unserer Geschäfts- und Verfahrensordnung gegeben sein muss. Denn wir fassen auf dieser Basis, auf der Basis von Anordnungen des BMG Beschlüsse. Diese Beschlüsse werden dann möglicherweise, wenn das Verfahren keine Suspensivwirkung hat, irgendwann aufgehoben. Und dann stellt sich für mich die Frage, wie werden die dann beschlossenen Richtlinien, das sind ja keine Einzelfallentscheidungen, rückabgewickelt und wer trägt dafür die haftungsrechtliche Verantwortung, wenn man dann irgendwelche QS-Beschlüsse ins Werk gesetzt hat. Das sind im Prinzip die Punkte, die uns beim 91.4 bei Anerkennung der Rechtsprechung des BSG und der Möglichkeit einer präzisen Regelung sehr erheblich belasten. Dankeschön. Herr Hecken, hätten noch 7 Minuten gehabt. Ne? Bündnis 90 Die Grünen, Frau Klein-Schmeick, bitte. Ja, danke schön. Auch von meiner Seite ein gutes Jahr 2017. Ich habe Fragen an die AOK, BDA und DGB. Sie haben in Ihren Stellungnahmen angemahnt, dass nicht deutlich genug zwischen dem GKV-Spitzenverband auf der einen und der KBV, KZBV und GBA auf der anderen Seite differenziert werde. Können Sie noch mal kurz und knapp den wesentlichen Unterschied herausarbeiten? AOK, bitte. Ja, es ist ja eben schon mal angedeutet worden, die gesetzlichen Krankenkassen sind Selbstverwaltung, ist die Selbstverwaltungsautonomie tief verwurzelt. Hier kommt es auch beim GKV-Spitzenverband eben zu einem sehr ausgewogenen Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern, die eben ausgewogen zu beiden Teilen die betroffenen Seite und die Beitragszahlerseite repräsentieren und im Übrigen auch für ungefähr 70 Millionen Versicherten diese Rolle übernehmen. Das sehen wir bei der Ärztevertretung doch etwas sparsamer angelegt. Die Vertreter der KV repräsentieren hier ihre Vertragsärzte im Wesentlichen, diese 160.000. Und Patienten- und Versichertenvertreter sind hier nicht repräsentiert. Insofern würde das zumindest ein höheres demokratisches Legitimationsbedürfnis auslösen. Wir glauben, dass die GKV hier diesen Eingriff auch entsprechend nicht benötigt und er überflüssig ist. Hinzu kommt, dass man auch mal daran denken muss, dass andere Sozialversicherungszweige ja ebenfalls davon betroffen sein könnten. Also auch die Rentenversicherung und die Unfallversicherung würde dann hier anders behandelt, als es jetzt mit der Krankenversicherung passiert. Dankeschön. BDA, bitte. Vielen Dank, Hansen von der BDA. Ich kann mich dem anschließen, was Herr Litsch schon sagte. Herr Vorsitzender, Sie haben am Anfang gesagt, das Ziel des Entwurfs wäre es, eine einheitliche Regelung zu bekommen für Selbstverwaltung und Aufsicht. Diese gerade brauchen wir nicht, denn wir haben ganz verschiedene Formen von Selbstverwaltung, die im Grunde nicht vergleichbar sind. Wir haben, das klang jetzt schon mehrfach an, die soziale Selbstverwaltung, bestehend aus den Vertretern der Sozialpartner beim GKV-SV und beim MDS, Interessen der Arbeitgeber, der Versicherten, der Patienten, der Beitragszahler. Wir haben dann die gemeinsame Selbstverwaltung beim GBA mit den Krankenkassen und den Leistungserbringern, was ganz anderes, auch ganz anders organisiert. Wir haben drittens, ich sage mal, die berufsständische Vertretung, Selbstverwaltung, bei KBV und KZBV. Ganz drei verschiedene Dinge, die hier über einen Kamm geschoren werden sollen. Wir sind der Auffassung, das ist der falsche Ansatz. Und lassen Sie mich auch anfügen, ich finde, ich mache mal den Weg so. Ich bin der festen Überzeugung, um eventuell bestehende Missstände in den Augen der Aufsichtsbehörde zu beseitigen, braucht man nicht dieses neue Gesetz. Das könnte man mit den bestehenden
Möglichkeiten des Rechtes in den Griff bekommen. Man kann eben auch gezielt und im Einzelfall dann eingreifen. Und hier würde ich schon der Aufsicht ein Versäumnis vorwerfen, das in der Vergangenheit nicht so gemacht zu haben. Für die Institutionen, die ich vertrete im Ehrenamt, GKV, SV und MDS, kann ich nur sagen, ich bin jetzt überall im 12. Jahr dabei, mir ist kein Fall bekannt, wo wir aufsichtsrechtlich irgendwie Probleme gemacht haben. Das ist bei uns alles rechtlich, sachlich, fachlich, vernünftig gelaufen. Von daher gar kein Bedarf, bei uns irgendwie einzugreifen. Und ich sehe auch hier in dem Versuch, in einem Gesetz 5 ganz verschiedene Verbände, Institutionen zusammen zu bewerten, ja im Grunde ein fatales Ergebnis. Im Jahr der Sozialwahl 2017 steckt man alle 5 in einen Sack und dann kommt doch der fatale Eindruck in der Bevölkerung hervor, alle 5 haben irgendwie Mist gemacht, Dreck am Stecken, was auch immer. Das stimmt aber nicht und deswegen hier bitte gezielt vorgehen, nicht einheitlich vorgehen und dort ansetzen, wo es möglich ist. Vielleicht einen letzten Punkt noch, den auch Herr Litsch schon ansprach, was Kontrollrechte angeht und Transparenz. Auch das ist für MDS, GKV, SV, wurde schon mehrfach ausgeführt, nicht erforderlich. Wenn aber, dann bitte schön für die gesamte Sozialversicherung. Und warum nur für diese 5? Das kann ich ja nachvollziehen. Nur über diese 5 kann das BMG kurzfristig irgendwas machen, weil sie haben nicht die Aufsicht über die Rentenversicherung zum Beispiel. Aber letztendlich müsste man doch dann auch gucken, wie wirkt ein solches neues Recht auf die einzelne Krankenkasse, auf die Rentenversicherung, auf die Unfallversicherung und so weiter und so fort. Ich sehe auch ein, das BMG will und muss in seinen Augen schnell handeln. Der März ist schneller da, als man denkt. Aber das Ganze führt eben dann zu einem Gesetzentwurf, der in der Summe, in toto, wirklich an allen Ecken, Enden kratzt und knarrt und so nicht richtig ist. Dankeschön, Herr Dr. Hansen. Knut Lambertin, nochmal zum Schluss, kurz und knackig. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, man muss nochmal hervorheben, dass es bei der sozialen Selbstverwaltung der Krankenkassen um den Ausdruck der Sozialpartnerschaft im Gesundheitswesen gibt, also der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften in den Sozialversicherungen. Alle anderen selbstverwalteten Systeme bedeuten was anderes, sind entweder berufsständische Organisationen oder im Falle des GBAs als gemeinsame Selbstverwaltung quasi zur Entlastung der direkten Staatsverwaltung und des Gesetzgebers um konfliktträchtige Auseinandersetzungen und Kosten. Die soziale Selbstverwaltung aus Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ist ja zugrunde gelegt worden im Sozialversicherungswiedererrichtungsgesetz in der Diskussion des ersten Deutschen Bundestages 1950-51. Dort hat die unionsgeführte Bundesregierung festgelegt, dass beide Partner des Wirtschaftens, sowohl Gewerkschaften wie auch Arbeitgeberverbände, die Sozialversicherungen gemeinsam verwalten sollen, und zwar paritätisch. Paritätisch selbst verwalten und auch die Beiträge zusammenzahlen sollen. Da hat es ja schon eine Abweichung gegeben. So, und jetzt haben wir dieses Prinzip der Sozialpartnerschaft, das weiter geschwächt werden soll, auch im Hinblick auf andere selbstverwaltete Systeme. Erstens ist es nicht konsistent, weil natürlich die Mitgliedskassen des GKV-Spitzenverbandes davon nicht betroffen werden. Und das bedeutet, dass auch das Recht zwischen GKV-Spitzenverband und den Krankenkassen auseinanderläuft, weil es dann unterschiedliche Rechtsvorschriften für die soziale Selbstverwaltung sowohl des GKV-Spitzenverbandes auf der einen Seite wie auch der Mitgliedskrankenkassen auf der anderen Seite gibt. Das ist nicht konsistent. Dankeschön. Wir kommen zum Abschluss noch mal zur CDU-CSU. Die haben noch 3 Minuten und Herr Hayek fängt an. Bitte ins Mikro, dann wollen wir alles protokollieren. Ich habe eine Frage an den Vorsitzenden des Verwaltungsrates des GKV-Spitzenverbandes und der Kassenzahnärztlichen
Bundesvereinigung. Wie bewerten Sie, dass, wenn das Abstimmungsverhalten in der Vertreterversammlung bzw. Verwaltung haftungsrechtliche Bedeutung hat, die Abstimmung namentlich erfolgen soll? Herr Clemens, bitte zunächst. Ja, wir haben auch heute schon in der Satzung festgelegt, Abstimmungen, die wir namentlich durchführen müssen. Dafür haben wir uns elektronisch unterstützt. Das heißt, man sieht hinterher durch das elektronische Abstimmen genau, wer wie abgestimmt hat. Und ich will auch an der Stelle auch nochmal den Hinweis geben, die Struktur des GKV-Spitzenverbandes lässt zu bestimmten inhaltlichen Fragen gar keine andere Abstimmungsmöglichkeit zu, weil wir einfach auch die Stimmengewichtung, weil die auch durchaus sehr differenziert sind, zwischen Arbeitgeber- und Versichertenvertreter und auch innerhalb der Kassenarten abbilden müssen. Das geht nur in diesem Weg. KZBV, bitte. Verwaltungsrat. Ja, vielen Dank. Wir betrachten die vorgesehenen Regelungen als hochproblematisch. Bei der Vertreterversammlung handelt es sich um ein gewähltes und demokratisch legitimiertes Organ der Selbstverwaltung. Und das muss natürlich demokratischen Grundsätzen genügen, einschließlich des Grundsatzes der Freiheit des Mandats. Die vorgesehene gesetzliche Anordnung ist mit diesem Grundsatz nicht vereinbar. Aufgrund der Haftungsrisiken ist ein Defensivverhalten der Mitglieder der Vertreterversammlung, zum Beispiel durch Enthaltung der Stimmabgabe und damit eine erhebliche Gefahr der Lähmung der Selbstverwaltungstätigkeit der Vertreterversammlung zu befürchten. Dies wird am Ende auch zu einer Erschwerung und Verzögerung von Verwaltungsablaufen führen. Insgesamt läuft dies einer Stärkung der Selbstverwaltung zuwider und kann eigentlich kaum im Interesse des Gesetzgebers liegen. Es gibt bereits heute auch in der Satzung der KZBV die Möglichkeit der namentlichen Abstimmung. Es wäre, wenn der Gesetzgeber schon nicht darauf verzichten möchte, aber doch sicher sinnvoll, die Regelung einzugrenzen. Und die haftungsrechtliche Bedeutung ist ja auch ein sehr weit gefasster, unbestimmter Rechtsbegriff. Man könnte die namentliche Abstimmungspflicht auf Abstimmung über Verträge von entsprechenden finanziellen Volumen begrenzen, insbesondere auf solche, deren Abschluss aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung der Vertreterversammlung vorbehalten sind, nämlich Grundstücksverträge und Vorstandsdienstverträge. Recht herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es war eine Punktlandung von Ihnen nochmal. Ich darf mich bei Ihnen, vor allen Dingen bei den Sachverständigen, recht herzlich bedanken. Es war eine, glaube ich, sehr gute Anhörung. Wir haben viele Punkte angesprochen, ganz konkret angesprochen. Werden wir in den weiteren Beratungen, in weiteren internen Beratungen zu berücksichtigen haben. In diesem Sinne, kommen Sie gut nach Hause und ich beende damit die Anhörung.